Ach komm. Was hast du denn? Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir sind zu Gast bei einem Division Rivals Duell. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Nicolas Pepe. Jetzt wird's gefährlich. Fabinho. Firmino. Chance zur Führung. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr, also... Den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Alter, machen Sie es ihm aber auch wirklich leicht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Guter Ball nach draußen. Ballverlust. Giacomo Bonaventura. Da kann er ihn stoppen. Toller Pass. Kun Agüero. Nicolas Pepe. Und jetzt die Chance. Da haben sie gut aufgepasst. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. So, Konterchance ist erstmal wieder vorbei. Da waren sie nicht schnell genug. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Er sieht die gelbe Karte. So früh im Spiel. Nicht leicht. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Den kann er natürlich direkt nehmen. Das wäre die Chance auf den Ausgleich. Ich dachte, ich händere heute auch Fuck you. Und das dreimal. Spielt den Ball kurz. Giacomo Bonaventura. Fabinho. Agüero. Fernandinho verliert den Ball. Könnte der Ausgleich werden. Kepa hält, Ball ist noch im Spiel. Ja, alle Fußball oder warum ist hier keiner? Nö, die sind nicht da. Jetzt die Gefahr vereinigt. Jetzt hat er den Ball. Ja, und diese Szene gerade, die war natürlich sensationell. Also wie er den Ball hält, das ist Wahnsinn. Henry überlegt noch, welches Team er sich baut. Da Winston Sanchez. Und jetzt Fernandinho. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Also zwei Tage neu. Ja, heute hat er sich die Deutschen hat er verkauft, hat er sich die Engländer geholt. Den mal dreimal gegen mich verloren und ich habe echt noch so ein Null im Team, Alter, weil ich bin Wechhort und Dost und sowas, ey. So und nicht anders musst du einen Kopfball ansetzen. Ja, der war absolute Klasse, mit ganz viel Power, dazu noch präzise. Den kannst du nicht halten. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Jetzt Sokratis.
Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Buenaventura. Da verlieren sie den Ball. Schöner Ball von Agüero. Nicolas Pepe. Ja, ich diese bin Flanke kommt raus. Es gibt Einwurf. Das gibt mir heute Einwurf. User disconnected from your channel. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Lukaku jetzt. Viel mit Auge. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Klasse Pass. Giacomo Bonaventura. Agüero. Da müssen sie aufpassen. Ist es das? Ein unfassbares Tor. Da hat er überhaupt keine Probleme beim Abschluss aus kurzer Distanz. Sie liegen deutlich vor. Da geht er dazwischen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt vielleicht. Das Tor ist offen. Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. 3-1 heißt es also jetzt. Nicolas Pepe. Ganz wichtig, da muss er hin. Und jetzt die Chance. Ball geklärt, das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Varela. Ballverlust. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Da kommt der Pass. Kommen Sie noch mal ran! Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Nicolas Pepe. Ja, sie versuchen. Jetzt ist der Platz da. Roberto Firmino! So, da ist die Gefahr fürs Erste bereinigt. Ja, mit viel Übersicht. Jetzt Firmino. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Agüero. Den Ball hat er. Hat jetzt Anspielstation. Kun Agüero. Ballverlust. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auf. So, das sollte Ihnen jetzt Warnung genug sein. Noch einen Spieler zu verlieren, das können Sie sich nun wahrlich nicht leisten. Nein, Sie müssen sich zusammenreißen. Ja, könnte was werden. Was macht er draus? Jetzt kommt der Schuss. Ballverlust von Fernandinho. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt wird es gefährlich. Lukaku mit der Chance. Starke Parade. Von Roberto Firmino haben wir schon einige tolle Aktionen gesehen. Er spielt richtig gut. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. Aaron Wan-Bissaka. Nun Firmino. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Lukaku. Oh, viel Platz jetzt. Der muss da drin sein. Der Pass, nichts zu halten hier. Der Trend zeigt wieder nach oben. Rückstand verkürzt, Anschlusstreffer kurz vor der Pause. Vielleicht ein Wendepunkt. Ich finde, da war einiges drin.
Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Sie verlieren den Ball. Der Angriff jetzt über Aguero. Roberto Firmino mit der Chance. Chance lebt noch. Und nun Fernandinho. Roberto Firmino. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. 4:2 steht es da. Hier ist einiges los. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Tolles Tackling von ihm. Schöner Ball von Aguero. Nicolas Pepe. Der Ball in Richtung Aguero. Szene vorbei, geklärt von Godin. Aguero. Buenaventura. Sie holen sich den Ball. Buenaventura. Und Hazard kommt über die Außenbahn. Da ist die Chance für die Flanke. Guter Zweikampf. Und nun Firmino. Fernandinho. Aguero jetzt. Firmino. Firmino. Da setzt er sich gut durch. Ja, da ist er zur Stelle. Ball gewinnen. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Hazard am Ball. Romelu Lukaku. Lukaku mit dem Zuspiel. Und da haben wir es, das Tor. In Überzahl muss man manchmal Geduld beweisen. Genau, da lässt du am besten den Gegner laufen. Ja, hat es geklappt. Und die Folge ist dieses schöne Tor. Die spielen hier beide mit offenem Visier. Und dann ist der Spielstand auch keine Überraschung mehr. Lukaku mit dem Zuspiel. Und da ist das Tor. Sie haben hier ausgeglichen. Ein ganz starkes Comeback. Nach 2 Toren Rückstand. Das ging schnell. Wieder ein Tor. So kann es gehen. 2-mal nicht konsequent genug und schon kassierst du den Doppelschlag. Die Trainer nutzen die Unterbrechung und wechseln beide. Also die Zuschauer dürften Spaß haben. Wir sehen hier heute richtig viele Tore. Beide Teams offensiv voll da. Enorm enges Spiel, auch was den Ballbesitz angeht. Aber ich habe das Gefühl, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Beide machen Druck. Und Firmino. Jetzt der Ballverlust. Sie werden taktisch ein bisschen was verändern, Buschi. Ganz genau. Sie sollen jetzt intensiveres Pressing spielen, den Gegner so zu Fehlern zwingen. Hazard. Lukaku mit dem Zuspiel. Den spielt er steil. Die Chance ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Abgefangen von Van Dijk. Nun Firmino. Und jetzt Fernandinho. Kann er was draus machen? Die Möglichkeit zu flanken. Roberto Firmino. Jetzt die Gelegenheit. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Das ist noch gefährlich. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Es geht mit dem Abschluss weiter.
Barella. Bonaventura. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Wieder gibt's hier Rot. So langsam wird's übersichtlich auf dem Platz. Große Entfernung bei diesem Frei. Vielleicht die Führung jetzt. Weiter gefährlich. Nach Kepas Abwehr. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Jetzt für Meno. Kun Agüero. Gudin macht es gut hier. Ganz energisch. Jetzt schießt er. Starke Parade. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Noch bei der Eckball. Jetzt ein Tor und dann war's das. So, Situation bereinigt. Und Firmino. Oh, da ist der Ball wieder weg. Giacomo Bonaventura. Jadon Sancho. Oh, war das knapp. Na, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. James. Jetzt gibt das alleine mit allen auf. Nicht mehr lange auf der Uhr und Luca. Hallo. Servus. Da ist er ja schon wieder. Ja, noch freilich. Der Rest ist irgendwie nicht da. Der Rest ist wieder weg. Boah, der hat ja gelabert hier im Test mit irgendjemand. Ich muss es mir mit anhören. Wahrscheinlich lieber zum Gugu. Gugu? Zum Gugu. Gugu. Gleich wieder da. Zieh mich mit. Channel switched. Oh nee, ich sag da zieh mich mit. sag ich da auf, da zieh mich mit. Ja, nix ziehe. Aber du musst das Stream jetzt ausmachen.